Herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, 7 Uhr morgens und ich stürme heraus und er ist immer noch nicht fertig. Wie lange brauchst du denn? Ach, so geht das hier nicht, Parker. Messenger Connor is a really humble guy. And he gave me a 2-for-1 package on seminars. I'll be reaching the pinnacle in no time. Ach, dein scheiß Gipfel interessiert mich nicht. Du sollst hier endlich mal fertig werden. Mann. Oh, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen in der letzten Folge. Wir müssen noch Erde kompostieren. So. Die dürften bald soweit sein. Ja, noch einen Tag. Dann kann ich endlich ein Blättchen an die, Maulbeeren geben. Och man, jetzt habe ich mich so sehr darauf gefreut, dass ich jetzt heute endlich den Schuppen fertig habe und Parker hat den nicht fertiggestellt. Was soll das? Was soll das, Parker, frag ich dich. Mein Gott. Ganze Vorfreude umsonst. Hey there, Kitty. Naja, vielleicht kriegt er es ja noch bis zum Ende des Tages hin. Ich denke eher nicht, aber ein Kaulbarsch, das ist gut. Aber, naja, man kann trotzdem mal hoffen und bangen, dass es so ist. Ich sehe schon wieder einen großen Fisch. Was mache ich natürlich? Ich halte die Angel ins Wasser, so wie immer. Ich würde das jetzt gerne mit Männern vergleichen, aber naja, ihr wisst schon, wie das gemeint ist. So, Moment, wir haben 20 vor 8, da ist sowieso noch nichts los. Die sind alle noch am Pennen da in der anderen Welt. Genauso wie hier. Da arbeitet ja irgendwie auch keiner morgens. Schon gar nicht dann, wenn ich aufstehe. So, Moment, da unten war doch gerade was. Ein Schwarzkümmel, sehr schön. Und nochmal was zum Buddeln. Gilt. Sehr schön. Hier noch irgendwas? Ja, es ist noch was zum Ausgraben. 3 insgesamt. Also sprich 2 auf dieser Seite. Genau, tu erstmal die Schaufel weg, damit du die dann in der nächsten halben Sekunde wiederholen kannst, um was zu graben. Manchmal finde ich die Logik der NPCs echt klasse. So, da ist auch noch ein großer Fisch drin. Müssen wir mitnehmen. Wenn wir gerade schon mal hier sind. Ich weiß, oben könnte man theoretisch auch noch angeln, aber... Komm, jetzt der Große. Gotcha. Immerhin hören sie heute auf mich. Sehr schön. So. Da ist noch eine Mandel. Ansonsten denke ich mal, werden wir heute wieder nichts anderes finden. Was heißt wieder? Ich meine, ne, wir haben ja schon einiges gefunden. So. 8:30, das wird denen aber trotzdem noch zu früh sein, denke ich mal. Deswegen werde ich erstmal mein liebes Vieh füttern. Hallöchen. Oh, ist das schnell. Es freut sich schon total aufs Essen. So, theoretischerweise. Ach nee. Ich dachte jetzt 2,5. Okay, nee, dann wird es noch nicht wachsen. Ich dachte, ich habe das schon ein bisschen länger gehabt. Aber das dauert immer so ein bisschen. Aber finde ich gut. Ich meine, jeden Tag hier 2 Eier, bald jeden Tag 3 Eier. Hühnerfee, dann kriegen wir... Ja, du willst auch was zu fressen. Ist okay, komm her. So wie der hier gerade angerannt kam. Ich glaube, der hat richtig Hunger. So. Flügelspiel. Und du, kleines Küken, Finger weg oder Schnabel weg von dem Ei hier, ne? Brauchst dich gar nicht so ranzuschleichen. Nicht mit mir. So, mein schwarzes Schaf. Schneeflocke, glaube ich, habe ich dich genannt. Ah, nee, Moment. Das war das andere, was ich Schneeflocke genannt habe. Du warst Mitternacht, genau. Ja, ich bin irgendwie automatisch davon ausgegangen, ne? Wolle, schwarze, weiße Wolle. Das kam dann so automatisch. Und da habe ich irgendwie gedacht, das schwarze Schaf wird noch weiß. Beziehungsweise, das war ja braun oder so, ne? So wie die Kuh so ähnlich, nur ein bisschen dunkler, glaube ich.
So, Milch gibt's auch noch einmal. Zack. Zweimal sogar. Oh. Hallöchen. Schneeflöckchen. Da. Genau. Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass ich die armen Mäuse nicht züchten darf. Oder die zumindest nicht irgendwie lieb haben darf oder so. Ich will die streicheln. Ich hätte ja auch unheimlich gerne Ratten gehabt. Aber ich weiß von einem alten Freund von mir, dass die wirklich überall hinpinkeln. Und dann die ganze Wand unter Umständen voll ist. Und das möchte ich dann auch nicht haben. Das ist dann, ja. Wir haben dann auch nicht so viel Platz, dass man die dann irgendwie so frei hier hinstellen kann, dass sie so 2 Meter um sich rum nichts stehen haben. Deswegen leider dann keine Ratte für mich. Naja, und das andere Problem ist, büchst mal so eine Ratte aus, ne? Wir haben natürlich überall Verkabelung hier liegen. Nee, Thomas, wir sind ja schon... Obwohl, ich könnte mal gucken, ob du vielleicht eine Quest hast oder so. Nee, Quest hast du auch nicht, okay. So, ich denke mal, er ist wieder nicht da, ne? Doch, er ist ausnahmsweise mal da. Was geht ab? Finn gave me a drawing of my chickens the other day. Good, too. Aw, maybe he's warming up to you. Well, that or it's phase one in some epic 10-part prank he's gonna play on me. You really never know with that kid. Mhm. So, wie viel Hühnerfutter haben wir noch? Wenn der jetzt schon da ist, dann stocken wir das Ganze auch auf. Wir haben eine Kuh. Ja, machen wir mal trotzdem auf 20. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so viel da drin hatte. Keine Ahnung. Aber egal. Wobei, ich glaube... Ja klar, die Schafe brauchen ja das Gleiche. So, im Wasser ist nichts. Dann schauen wir mal, ob wir noch was einsammeln können. Einsammeln nicht, aber einen Fisch können wir theoretisch noch einsammeln. Heute ist Dienstag. Das heißt, theoretischerweise müsste Bruno dann aufhaben, weil gestern hatte er geschlossen. Dann können wir uns wieder neue Köder holen. Und wir müssten jetzt eigentlich gleich rübergehen können zu der Madame hier, die Fischstäbchen aufkauft. Und dann gucke ich tatsächlich mal, ob wir hier dieses Honigmilchzeugs oder was das war, ob wir das nicht da kaufen können vielleicht. Ich meine nämlich, ich hätte das mal gesehen. Und dann habe ich mir aber, glaube ich, gesagt, nee, das ist zu teuer und wir haben ja sowieso bald den Honig. Also den, ja, den Honig. Und dann habe ich es nicht geholt. Meine ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken jetzt erstmal hier unten nochmal, ob es... Ernsthaft? Jetzt, wo ich zurückkomme, jetzt sind hier Fische drin? Dann angeln wir nochmal eine Runde. Ach, wir waren ja auch noch nicht bei unseren lieben Nachbarn. Da müssten wir vorher auch nochmal hin. Gotcha! Habe ich, glaube ich, aber mehr Fisch, als ich Mehl habe, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da sind nur kleine drin. Ich bin ja teilweise sogar ganz froh darüber, wenn da nur kleine drin sind, weil das nämlich heißt, dass ich da nicht mit euch hier stehen muss und angeln muss. Wie gesagt, also wenn euch das zu langweilig ist, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Komm, Fischchen. Den großen Eimer lassen. Oh, yeah. Dankeschön. Sind da hinten natürlich jetzt beide Stellen auch noch gerade belegt. Das war jetzt wieder so klar. Also Reihenfolge. Wir angeln hier noch ein bisschen. Dann machen wir Fischstäbchen. Dann gehen wir zu unseren Nachbarn hier. Unseren magischen Nachbarn. Ich vergesse immer wieder, das war irgendwas mit Wood, irgendwas. Und ist mir eigentlich egal, welcher anbeißt, Hauptsache ein großer. Dann gucken wir, ob wir Fischstäbchen verkaufen können.
Und oder ob wir Mehl kaufen können. Also je nachdem, wo wir als erstes vorbeikommen. Und ja, da sind jetzt nur kleine drin. Ah, hier ist noch ein großer. Mist. Beziehungsweise zwei große. Ach so, ja, und natürlich die Angelköder. Die müssen wir, wenn er denn da ist, müssen wir natürlich auch nochmal auffüllen. Je mehr Fische wir fangen, umso mehr Fischstäbchen können wir machen und umso mehr können wir natürlich verkaufen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich hatte, glaube ich, 6 Stück oder so konnte ich noch machen und danach konnte ich nichts mehr machen. Weil ich dann nämlich kein Mehl mehr habe. Oh, du bist immer noch nicht fertig, ey. Ich bin so ungeduldig, was das betrifft. Das gebe ich ja auch zu. Moment, bin ich jetzt daran vorbei? Achso, da. Na, ich wusste es, dass wir mehr Fische gefangen haben, als wir eigentlich Fischstäbchen machen können. So, dann gehen wir aber trotzdem nochmal schnell zu denen. Nein, Wesley, ich will dich doch heiraten. Dann brauche ich doch wahrscheinlich die Herzen. Sind jetzt hier gar keiner, oder was? Doch hier unten, die sind da. Ah, this language has so many words for the concept of playing tricks. Pranks, shenanigans, hijinks. Well, with spirits like you around... Waggery, naughtiness, tomfoolery. Wait, is Tom the one fooling, or is he the one being fooled? Ja, das kommt auf die Situation an. Zephyr's been trying to convince me to go to Fairhaven with her. She can't seem to fathom why I find it so difficult. Ich auch nicht, weil du erzählst es mir ja nicht so richtig. Also wirklich verstanden habe ich es nicht. Also klar, die müssen nah an der Magie sein und so, das hat sie irgendwie mal gesagt. Aber so richtig verstanden habe ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, nee. Einfach nee. Da gucken wir nochmal ganz kurz, bevor wir weitergehen. Tauschstation. Achso, da brauchten wir doch noch die Erze für. Ja, dann kann ich ja doch nochmal gucken wegen Eisenerz. Da müsste ich aber in die erste reingehen. Da werde ich wahrscheinlich schneller was bekommen. Und da brauche ich auch Eisenerz für. Okay, okay, überredet. Ich brauche überall. Ja gut, Gold habe ich noch nicht. Ich brauche für alles Eisenerz. Dafür brauchte ich den Lehm. Okay. Gut, das habe ich soweit alles. Ja. Na gut, dann werde ich auf jeden Fall, wenn ich noch was übrig habe und nicht jetzt überall nochmal Fische angeln kann, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich nochmal Eisenerz besorge. I signed up for blacksmithstate.com. I get matches, but honestly, the whole online thing weirds me out. You could be talking to anybody. So, haben wir denn noch genug? Ne, da haben wir gar keins von. Aber Bronze, ja, Kupfer meine ich, nicht Bronze. Wobei ich nicht weiß, ich glaube, die brauchen wir für irgendwelche Essenzen noch, ne? Das lassen wir am besten erstmal. Wenn wir die brauchen, okay. Aber ansonsten lassen wir das erstmal. Wesley, ich hatte so gehofft, dass du hier bist. Hi. I used to dread the feeling of being caught between two worlds. The longer I'm here, the more I realize that everything in life has its dualities. Mir egal, was du sagst. Heirate mich einfach. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht übrigens. Cameron just invited me to the center. I swear he tries every other week like I'll suddenly change my mind. I hate how much it reminds me of my parents. So, du hast geöffnet, das ist schon mal gut. Aber ich habe noch kein Apparently, Geld für dich. Juliet is learning French. So now Emmy and Finn want to learn too. This could be trouble. They'll plan their pranks in front of us and Parker and I will be none the wiser. Ja, wir müssen mal eben... Ja, sehr schön. Bevor ihr jetzt wegrennt hier.
This island was a popular port for pirates and smugglers back in the day. I bet there's at least one sunken ship under those waves, just full of golden gems. Du darfst mal auch nicht wegrennen. Ich muss von dem weggucken, damit ich ihn ansprechen kann. Guy's always trying to convince me to join him out on the waves. I enjoy the craft, but it's not really my thing. So, Mädel. Ich habe einen Großauftrag für dich. I've never really had a favorite dish. I mean, there's the classics. But whenever I nail a new recipe, that becomes my favorite. So. Ach so. Wollte ich noch gucken, kann ich aber nicht. Kann ich aber nicht kaufen. Dann weiß ich echt nicht, wo ich das noch herkriegen soll, ganz ehrlich. Kaufen wir erstmal die alle. Das gibt erstmal einen schönen... Nein, jetzt habe ich aus Versehen. Das gibt's nicht, ich Idiot. Ich war schon wieder eins weiter. Ich denke, oh, ein schönes Sümmchen, 1900. Drückst du schon mal auf Escape, damit du raus kannst. Ah. Bruno. Fairhaven's changed so much, but the important parts haven't. So, ich brauche Köder. 16 sollten vielleicht für den Anfang genügen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich irgendwie immer wieder auf ganz viele Fische stoße. Aber ich hoffe, das genügt erstmal. Have I told you about the time I nearly sliced my foot off in the water? Oh, I pulled into a barrel and my board whacked me upside the head. Next thing you know, my foot's caught on coral and I'm fighting to come up for air. Okay. Aber wie kann man gegen eine Koralle... Ich frag besser nicht. Wir werden ja hoffentlich bald viel Platz haben. Also nehmen wir nochmal die Setzlinge mit. Seidenraupen würde ich fast sagen, nehmen wir auch. Oder hatte ich da noch eine mitgenommen? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich habe keine. Dann nehmen wir nochmal eine mit. So Zimt, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Haben wir noch ein bisschen Papier, was wir verkaufen können? Ja, viel ist das ja nicht gerade. Ich müsste nochmal Neues herstellen, weil ich möchte unbedingt hier sein Geschäft noch leveln. So, ich habe einen Großeinkauf. Mädel. Nein, ach, keine Erdbeeren. So, Großeinkauf bedeutet für mich, dass ich mir diesmal 30 holen werde. Damit ich ein bisschen mehr habe. So. Dann... Haben wir hier unten, glaube ich, nicht mehr... Achso, doch, sie ist noch da. I messaged my old roommate Alice. She's in a relationship now. But it's adorable. She still asks if Giva's okay. Okay. Er wird wahrscheinlich wieder in seinen Kapuff hier sein, ne? Ja. Even though Parker still comes by the center from time to time, I could tell he's being distant. Maybe I deserve it. Even though I didn't mean to cause any harm. Ja. Also, er ist nicht unsympathisch, sagen wir es mal so. Aber er hat halt sehr komische Ansichten. So von wegen, die Männer oder die Gestalten in den Kutten und so. Und ja. Hallöchen, was haben wir denn da? Ich nehme mal direkt mal mit. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Sieht nicht so aus. Außer ein Fisch vielleicht. Doch, da sind noch große Fische. Ach, und schon sind die Köder schon wieder weg. Also, na gut, nicht alle natürlich. Ich hätte vielleicht auch 30 Köder holen sollen. Wow! So, da es keinen Unterschied gibt bei den großen Fischen für die Fischstäbchen. Ach, Shelby ist gar nicht da. Ist mir das relativ egal, was ich da jetzt genau fange. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich meine, es ist natürlich schön, wenn man mal was Neues nochmal fangen kann, aber... Ja, wir sind ja immer zu allen möglichen Uhrzeiten immer mal am Angeln, von daher. So langsam müssten wir, glaube ich, schon fast alle haben, oder? Ich weiß es nicht. Es kam auf jeden Fall noch nichts, dass ich das
dass ich irgendwas komplettiert habe oder so. So, im Wald ist auf jeden Fall nichts mehr. Die Quelle kann ich, so wie ich das verstanden habe, auch nur nachts benutzen. Ne? Da kann ich so tagsüber nichts reinmachen. Schule. Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Also ich weiß ja nicht, aber die scheint wirklich jeden Tag immer nur noch das Gleiche zu sagen. Hi, Violet. I swear, Sebastian grows an inch every day. I'm constantly letting out his trouser legs to keep up. Ach, von ihm. Also die eine hat wirklich nur die Zwillinge. Ah, ja. Okay, dann habe ich mich irgendwann im Video mal vertan. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Bei dem hat man nur ein Herz, aber es wird und wird irgendwie nicht größer. Du hast keine neue Quest? Nee, sonst hättest du ein Ausrufezeichen. Muss ich also gerade nicht mit dir reden? Ich weiß, das ist nett. Mit dir habe ich doch jetzt eben schon gesprochen, oder? Als ich reingekommen bin. Doch, mit dir habe ich gesprochen. Okay, das heißt, ich muss jetzt im Endeffekt noch Eisenerz besorgen. Bin gerade überlegen. Nee, sonst gibt es keinen, der... Was ist denn eigentlich... Nee, da kann man aber keine Getränke kaufen, ne, bei denen. Und der Große. Nein, meine Prognose ist doch sonst so richtig. Das ist aber wirklich ein frecher kleiner Kerl hier. Haha, gotcha. So, ja, bleibt mir mal wieder nichts zu tun in dem Sinne. Würde ich sagen, dass ich nochmal ein bisschen Eisenerz farme und nochmal ein bisschen angeln gehe. Und leider, leider, dass wir uns dann... erst wiedersehen, wenn ich ins Bett gehe. Also ich werde hoffentlich dran denken, noch den Dünger zu machen. Da werde ich jetzt nochmal eben nachschauen, ob der schon fertig ist. Da stand ja irgendwas mit 12 Stunden, glaube ich, ne? Ja, komm, springen. Ach, der ist jetzt noch 16 Stunden. Ja, okay, der kann noch nicht fertig sein. Ja, sollte Parker doch noch fertig sein, werde ich euch nochmal hinzuschalten. Aber da ich das eher mal nicht denke... ja, sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.